Wir gehen auf die Behauptung ein, dass man seine Seele an den Teufel verkaufen kann, um kurzfristig an Ruhm, Geld und Macht zu kommen. And when I was 12 years old, I signed a deal with Satan in my room. Meiner Meinung nach ist schon der Anfang von Seele verkaufen, wenn du anfängst, deine eigene Ethik, deine eigenen Werte und deine eigene Moral für Geld und andere Dinge hinter dir zu lassen. Sag dem Devil, er soll kommen, ich fick ihn wie ein Stier. Wir sind von Gott gesegnet, ebnet nicht den Teufelsweg, denn der von Hass geprägte Weg ist eklig und bringt Elend. Wir lassen das nicht mit uns machen und schicken die Bastarde jetzt Richtung Sonne. So, wir gehen ins nächste Video rein, würde ich sagen. Nächstes Video ist mal wieder von Flex-Doku. Teuflische Deals in Hollywood und Musik. Kann man seine Seele verkaufen? Krasses Thema auf jeden Fall. Vorab schon mal muss ich dazu ganz klar sagen, es ist möglich. Man kann seine Seele verkaufen, aber Seele verkaufen stellen sich manche Leute immer so ein bisschen wie einen Film vor auch, dass da wirklich, dass man da irgendwas wirklich verkauft und dass irgendwas aus einem rausgeht und so. Meiner Meinung nach ist schon der Anfang von Seele verkaufen, wenn du anfängst, deine eigene Ethik, deine eigenen Werte und deine eigene Moral für Geld und andere Dinge hinter dir zu lassen. Ja, da fängt es an, dass du deine Seele verkaufst und so fängt es an, dass du immer mehr in diese teuflische Schiene reinkommst und gar keine Connection mehr zu dir, deinem Bewusstsein und deinen eigenen Werten und zu deiner eigenen Ethik und deiner eigenen Moral hast und dann auf einmal anfängst, Dinge zu tun, die du vorher niemals getan hättest, weil du einmal über diesen, ja, weil du einmal über diesen Schatten drüber gegangen bist, weil du einmal einen Step zu weit gemacht hast. Das kann dann schon dafür sorgen, dass du in der Zukunft Dinge tun wirst, die du normalerweise so nicht machen würdest. Und das ist für mich auf jeden Fall definitiv schon eine Art Seele verkaufen. Ich bin gespannt, was in dem Video jetzt hier erzählt wird. Wir gehen rein. Flex-Doku in, man. Gib mir die Flex-Doku-Vibes. Let's go. Yo, Leute. Hoffe, alles okay bei euch. Alles nice, Bro. Ich hoffe, bei dir auch. Heute geht es wieder um sehr interessante Themen. Wir gehen auf die Behauptung ein, dass man seine Seele an den Teufel verkaufen kann, um kurzfristig an Ruhm, Geld und Macht zu kommen. Wir schauen uns an, wer der Teufel überhaupt ist und wie das Ganze angefangen hat. Wir gehen auf mehrere bekannte Persönlichkeiten ein, die davon geredet haben, ihre Seele verkauft zu haben. Darunter Bob Dylan, Katy Perry, Roseanne Barr und viele weitere. Auch schauen wir uns ein Konzert von The Weeknd an, wo ebenfalls mal sehr fragwürdige Szenen entstanden sind. Seit dem Travis Scott Konzert, wo viele Leute umgekommen sind, wird immer öfter behauptet, dass auf Konzerten satanische Rituale ohne das Wissen der Zuschauer stattfinden. Wir schauen uns diese Behauptung ein bisschen näher an. Auch gehen wir auf die zwei... Bro, mit diesem ein, zwei Piepern so wegen satanischer Rituale, glaube ich, hast du das jetzt nicht. Ich glaube, damit hast du jetzt nicht die Monetarisierung gewonnen, Bro. Bei den Bildern und den Themen, Bro. Verschiedene Versionen zu dem Thema Seele verkaufen ein. Es gibt eine Gruppe, die sieht es als Metapher. Die andere dagegen spricht von einem echten Wesen, mit dem ein Pakt geschlossen wird. Auch schauen wir uns zwei Rapper an, die mal erklärt haben, was dahinter stecken könnte. Außerdem gehen wir auf ein paar Sachen ein, die Kanye West gesagt hat. Er behauptet zum Beispiel, dass Michael Jordan, Dr. Dre und viele weitere was mit dem Tod ihrer Verwandten zu tun haben. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, abonniere und aktiviere die Glocke. Danke im Voraus. When I was 12 years old, I signed a deal with Satan in my room. And your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there. Like sign your name in blood in a contract with the devil. Because I'm a devil worshiper, what are you talking about? Have we sold our soul to the devil? Oh, I sold my soul to the devil. If you don't get this right now, I swear to Lucifer, I'm gonna... The music business is ran by the devil. My mama was sacrificed. I sold my soul to the devil. I sold my soul to the devil, and the price was cheap. Ritualistic music. It is music that by even the act of listening to it, you are participating in a satanic ritual. It's not all about your soul. It's more about getting different people to believe in him instead of believing in the Lord. You get what I'm saying? Leute, dass die Musikindustrie nicht immer was mit Seele verkaufen zu tun hat, zeigen uns ein Haufen deutscher Rapper und ein junger Mann aus Berlin. Der ein neues Musikmanager-Spiel namens Amused auf dem Clip. Auch bekannt als, wenn euch das Spiel gefällt, darauf eingehen, wer der Teufel überhaupt ist. Der Teufel. Auch bekannt als Satan, Iblis, Belzebub, Lucifer und unter vielen weiteren Namen bekannt. Im Christentum wird gesagt, dass er ein Engel ist, der versucht hat, Gott zu hintergehen und deshalb auf die Erde verbannt wurde. Im Islam wird ungefähr das gleiche gesagt, nur dass er kein Engel ist, sondern ein Dämon oder Djinn, der vor einer sehr langen Zeit mal einer der besten Diener Gottes war und er deshalb von Gott sozusagen zu einem Engel geupgradet wurde. Letztendlich hat er Gottes Befehle nicht mehr befolgt und wollte ihn hintergehen und wurde deshalb auf die Erde verbannt. Kurz mal eine interessante Geschichte, wie es dazu gekommen ist, dass der Teufel die Menschheit hasst. Bevor die Menschen auf der Erde waren, sollen nur Dämonen auf der Erde gewesen sein. Einer dieser Dämonen war der Teufel. Er war vor einer sehr langen Zeit mal einer der besten Diener Gottes und wurde deshalb zu den Engeln herabgehoben.
Doch eines Tages kam Gott und wollte jemanden über die Erde herrschen lassen. Der Teufel hat sich natürlich gedacht, er wird als Herrscher über die Erde gestellt. Doch was er nicht wusste, dass Gott wusste, dass er sich gedacht hat, ich werde meinen Thron höher als Gottes Thron bauen. Er wollte sozusagen Gott hintergehen. Die Geschichte habe ich mir auch schon komplett, die hat mir mal jemand erzählt aus dem Christentum. Da habe ich diese Geschichte schon gehört, dass er mal ein Engel war von Gott und dass er dann verbannt wurde etc. und so. Was glaubt ihr? Wie sieht es bei euch aus, meine lieben Freunde, zum Thema Seele verkaufen? Was denkt ihr? Ist das wirklich ein Pakt mit einem physischen Teufel quasi, wo man wirklich was unterschreibt und dann was abgibt? Oder glaubt ihr auch eher, dass es metaphorisch gemeint ist? Eins für den echten Pakt mit einem Teufel, zwei für metaphorisch. Dann hat Gott Adam erschaffen und hat alle Engel und den Teufel versammelt und sie aufgefordert, sich vor Adam zu verbeugen. Der Teufel sagte darauf, dass er sich nicht vor ihm verbeugen wird, da er was Besseres ist. Er wurde aus Feuer erschaffen, während Adam aus Turm bzw. Erde erschaffen wurde. Er hat sich dem Befehl Gottes widersetzt und wurde auf die Erde verbannt. Von da an hat sich der Teufel geschworen, die Menschen in die Irre zu führen, um Gott zu beweisen, dass sie nicht so besonders sind, wie er denkt. Und so hat das Ganze begonnen. Es ist schwierig, einen genauen Zeitpunkt zu nennen, zu dem der Teufel das erste Mal in der Musik erwähnt wurde, da Musik bereits vor tausenden von Jahren in vielen Kulturen ein wichtiger Teil des Lebens war. In der klassischen Musik gibt es viele Werke, die sich mit dem Teufel und dem Bösen beschäftigen. Ein Beispiel für ein Werk, in dem der Teufel eine Rolle spielt, ist die Oper Dr. Faustus von Charles Gounod und die Damnation of Faust von Hector Berlioz. In der neueren Musik wurde der Teufel oft in Blues- und Rocksongs erwähnt. Ein bekanntes Beispiel ist der Song Crossroad Blues von Robert Johnson, in dem er über einen Pakt mit dem Teufel singt. Das erste Mal, dass von so einem Pakt geschrieben wurde, war im 16. Jahrhundert, und zwar Dr. Faustus. Dr. Faustus ist ein Drama von Christopher Marlowe, das im 16. Jahrhundert geschrieben wurde. Die Geschichte handelt von einem Gelehrten namens Dr. Faust, der unzufrieden mit seinem Leben und seiner Wissenschaft ist und einen Pakt mit dem Teufel Mephistopheles eingeht, um mehr Macht und Wissen zu erlangen. Im Laufe des Stücks bereut Faust seine Entscheidung und versucht, sie rückgängig zu machen. Aber es ist bereits zu spät. Am Ende wird er von Dämonen in die Hölle gebracht. Immer wieder wird in der Entertainment-Branche behauptet, dass Leute ihre Seele an den Teufel verkauft haben. Und oft sind es die Stars selber, die diese Behauptung aufstellen. Es gibt zwei verschiedene Versionen zu dem Thema Seele verkaufen. Die erste Partei sieht es als Metapher für den Verlust der kreativen Freiheit. Und dass man zum Beispiel auf einmal Sachen macht, die man nicht machen wollte. Und seine Moral und seine Werte sozusagen verkauft. So, das ist ja das, was ich eingangs vom Video auch erwähnt habe. Die andere Partei dagegen spricht von einem physischen Wesen, mit dem ein Pakt geschlossen wird, um schnell an Geld zu kommen. Es geht darum, dass jemand, der seine Seele verkauft, einen Pakt mit dem Teufel eingeht, um kurzfristig Reichtum, Macht, Ruhm oder andere materiellen Güter zu erlangen. In Rap-Songs wird oft davon geredet, dass Leute ihre Seele an den Teufel verkauft haben. Aber bei Rap-Texten weiß man nie, wie das gemeint ist. Vielleicht hat das einfach nur gut in den Song gepasst oder man wollte ein bisschen Aufmerksamkeit erhaschen. Aber es gibt einen Haufen Interviews von bekannten Persönlichkeiten, wo sie ganz offen und direkt davon... Ich glaube halt, wie gesagt, dass viele Rapper Dinge getan haben, die sie eigentlich nicht hätten tun wollen, aber getan haben, damit sie Fame, Geld und so kriegen und einfach Sachen verbreitet haben, die nicht positiv sind und dann irgendwann erwachen und merken, Scheiße, Digga, ich habe Scheiße gebaut. Ich habe Dinge getan, die hinter denen ich eigentlich so nicht gestanden habe und so und dann darüber rappen und das halt auch teilen so, weil Musik ist ja oft auch so ein bisschen... was auf deiner Seele liegt, trägst du so ein bisschen nach außen, weißt du, wie ich meine? I sold my soul to the devil und so ein Shit. Kann schon so sein, denke ich eher auf jeden Fall. Reden, dass sie ihre Seele an den Teufel verkauft haben. Lasst uns mal nacheinander auf diese ganzen Aussagen eingehen, in denen behauptet wird, dass Personen einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben. Eine der bekanntesten Aussagen zu dem Thema Verträge mit dem Teufel hat einmal Bob Dylan gemacht. In einem Interview in den 2000er Jahren hat er ein paar sehr interessante Aussagen gemacht. Ihm wurde die Frage gestellt, warum er trotz seines enormen Reichtums und Ruhms weiterhin auftritt. Er erklärte, dass er einen Deal gemacht habe, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Und dass er zu seinem Wort stehe und sein Ende des Vertrages einhält und weitermacht. Er sagte, es geht alles auf das Schicksalsding zurück. Ich habe vor langer Zeit ein Geschäft gemacht und ich halte mein Ende ein. Dann wurde er gefragt, mit wem er einen Deal gemacht hat. Worauf Dylan lachte und sagte, mit dem Chief Commander. Er wurde gefragt, von dieser Erde... Er sagte von dieser Erde und der Welt, die wir nicht sehen können. Oft wird ja von einem Paralleluniversum geredet, in dem der Teufel und die Dämonen existieren. Hört mal kurz rein. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, you know, long time ago, and I'm holding up my hand. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with you know, with the chief commander.
On this earth? And in this earth and then in the world we can't see. Der ist so offensichtlich total vollgepumpt mit Shit, oder? Ein weiterer sehr interessanter Fall kommt von Katy Perry. In einem Interview wurde ihre Vergangenheit thematisiert. Sie hat über ihre Anfänge in der Musikindustrie gesprochen. Sie hat schon mit 15 Jahren ihre erste... Kann ja auch sein, dass halt, wie gesagt, dass diese Verträge halt, die du unterschreibst, halt auch gewisse Dinge von dir fordern, die deiner eigenen Ethik, deiner eigenen Moral, deinem eigenen Menschsein widersprechen. Du unterschreibst trotzdem, damit du dahin kommst, wo du hinkommen willst. Und das ist der Pakt mit dem Teufel. Und dann hängst du in dem Vertrag drin. Weißt du, was ich meine so? I don't know, Alter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es, also ich sag dir ehrlich, ich glaube nicht, dass es da irgendwie so ein Typ mit Hörnern gibt, der dann zu dir kommt und dir so einen Vertrag hinlegt, weißt du? Das sind schon eher Menschen, glaube ich, oder? Musik aufgenommen. Damals war es Gospel-Musik. Sie wollte, wie sie sagt, die neue Amy Grant werden. Es hat nicht geklappt, worauf sie ihre Seele an den Teufel verkauft hat. I mean, I released a gospel record when I was 15, because I grew up in, you know, a household where all I ever did was listen to gospel music, and my parents are both traveling ministers, and so I kind of sang about, you know, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. Because I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Guck, da ist das doch. Wie viele Künstler, Künstlerinnen, Künstler sind in die Musikindustrie reingekommen mit guten Werten eigentlich, beziehungsweise ja, noch unschuldig, sag ich mal so, wo man auch richtig gespürt hat, so Katy Perry, Rihanna früher war auch ganz anders und auf einmal kommt dann dieser Punkt, wo auf einmal alles umschlägt und die dann in die Musikindustrie reingeraten, falsche Leute in ihre Kreise geraten, falsche Deals unterschrieben werden und dann auf einmal die Musik richtig auf einmal anders wird, weißt du, auf einmal ist es die Boss-Bitch, auf einmal ist es die Halbnackte, die nur noch von irgendwelchen teuflischen Dingen erzählt, weißt du? So, das ist schon krass, was da abgeht teilweise, so. Im nächsten Video von Rosemba weiß ich nicht, wie man es auffassen soll. Sie sagt es vollkommen ernst, aber sagt am Ende zum Beispiel, dass sie und der Teufel zusammen essen waren. Sie redet von ihrem Buch, das eine Biografie ist, die etwas Comedy enthält. Und redet von einem Kapitel, wo sie davon berichtet, dass sie mit 12 Jahren den Teufel beschwört hat und einen Deal mit ihm gemacht hat. Sie wollte schon immer eine Sängerin werden. Ihre Eltern haben ihr immer gesagt, dass sie gut singen kann, obwohl das nicht gestimmt hat. Letztendlich hat sie aus Trotz den Teufel beschwört und hat einen Deal mit ihm gemacht. Als sie berühmt wurde, hatte sie auf einmal einen Gesangsunfall. Sie hatte den Verdacht, dass der Teufel gekommen ist, um ihre Seele zu nehmen. Lasst euch nicht von den lachenden Zuschauern irritieren. Oft sind Zuschauer in Talkshows so darauf konditioniert, über jeden Müll zu lachen, dass sie auch oft über sehr ernste Themen lachen. It upset me, so I like summon Satan and I write about how I made it. It's in the chapter called Eat, Pray, Love, Conjure Satan. And when I was 12 years old, I signed a deal with Satan in my room and I was to... CBS doesn't condone this. Wait a minute. Because I wanted to get famous no matter what, and you know, then I forgot that I had this deal with Satan and everything, and then I got really famous, and then one day I like had this tragic singing accident at and I realized then that Satan was coming for my soul. Einfach so als Comedy erzählen die sowas, schon krass, Digga. Ein weiterer Fall kommt von der Journalistin und Schauspielerin Melissa Ford. Auf dem roten Teppich hat sie ein kleines Interview gegeben und über Fame geredet. Die Kunst des Teufels ist, dass alle denken, ihn gibt's nicht. Ich glaube nicht, alle denken, dass es ihn nicht gibt. So. Ich bin mir definitiv sicher, dass es eine teuflische Energie gibt auf jeden Fall. Ob es den physisch gibt, ob der vor dir auftaucht und mit dir redet und dir einen Vertrag hinlegt und so, da fängt meine Skepsis auf jeden Fall an. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es teuflische Dinge gibt auf der Welt. Und ich weiß auch, dass dieser Teufel auch mit seiner Stimme, wenn du ihn nicht siehst, dich teilweise in Richtungen lenken möchte. Mach das, mach dies. Ich habe selber schon teuflische Erfahrungen gemacht, in Anführungszeichen so. So. Und wenn du auch mal göttliche Erfahrungen gemacht hast, dann es gibt von allem das Gegenteil, weißt du? So. Und Gott habe ich auch noch nicht physisch vor mir gesehen, aber ich habe ihn gespürt. Und so habe ich den Teufel auch schon gespürt. Redet. Sie sagte, früher war Fame ein Beiprodukt des Erfolgs. Heutzutage machen Leute alles, um ein bisschen Fame zu erlangen. Sie sagte, wenn man um jeden Preis berühmt werden will, wird man letztendlich sehr viel dafür machen. Bis hin zu einem Vertrag, der mit Blut unterschrieben wird. Byproduct of success. And now it's the ultimate goal. And
if your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there. Like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. Dass der Teufel ein etabliertes Wesen in Hollywood und der Entertainment-Branche ist, zeigt uns der nächste Clip. Und zwar von Lady Gaga. Die, als ob es das Normalste auf der Welt wäre, nicht auf Gott schwört, sondern auf Lucifer. Was hier einer der vielen Namen des Teufels ist. He's weird and, you know, it's sounding a little bit strange. And I'm like, if you don't get this right now, I swear to Lucifer, I'm gonna, you know, I get a little bit mad. Do you have a kitchen on the bus you cook? Einfach so, I swear, küsst doch euer Herz. Einer der schockierendsten Ereignisse zu diesem Thema ist vor 5 Jahren auf einem Konzert von The Weeknd entstanden. Auf einem Konzert in Kopenhagen blitzt von dem Bruchteil einer Sekunde und von der Mad wahrscheinlich. Auch wie das alle worshipen und so, weißt du? Lil Nas X und so. Und diese ganzen Leute, die damit mit Devils Zeichen auf ihren Alben und auf ihren Bühnenbildern und teuflisch nur böse Sachen promoten und die ganze Zeit über diese Scheiße reden auch und so. Das ist so traurig, weißt du? Weil es beeinflusst so viele Kids und so viele Jugendliche, die sich ein Beispiel daran nehmen. Und dann auch in so eine teuflische Welt reingeraten. Und ich sage dir, es ist halt wirklich so, dass der Weg des Teufels sich eventuell für viele Leute, weil wir hier menschlich, fleischlich sind, sich einfacher anfühlen wird. Der Weg des Teufels ist einfacher als der Weg Gottes. Der Weg Gottes ist schmaler und schwieriger, weißt du? Der ist mit viel Disziplin verbunden, der ist mit viel Liebe verbunden, der ist mit viel Abkapseln, mit viel versuchen, sich nicht zu krass von außen lenken zu lassen und so, damit verbunden. Und das ist schwerer, diesen Weg konstant durchzugehen. Weißt du, so dass viele Leute sich zu viel, ja, dass viele Leute sich schnell von dem Weg abbringen lassen, weil er ihnen zu schwer vorkommt. Aber das ist der einzig wahre Weg. Das ist der einzig wahre Weg, meiner Meinung nach. Dumm bemerkt, das Wort Satan auf. Wäre es die ganze Zeit zu sehen gewesen, wäre da eigentlich nichts Schockierendes dran. Aber die Frage ist hier, warum man nur für den Bruchteil einer Sekunde das Wort eingeblendet hat. Digga, guck dir das an. Gehen das dran. Siehst du das im Hintergrund? Aber die Frage ist hier, warum man nur für den Bruchteil einer Sekunde das Wort eingeblendet hat. Gleich gehen wir auf ein paar Behauptungen ein, die uns das vielleicht erklären könnten. Seit dem Travis Scott-Konzert kommt immer wieder die Behauptung auf, dass auf Konzerten oft Riesenrituale stattfinden, von denen die Zuschauer nichts wissen. Zum Beispiel starben bei dem Travis Scott-Konzert 10 Personen, von denen man behauptet, dass sie geopfert wurden. Es wurde bewusst eine Panik ausgelöst, damit Leute draufgehen. Oft geht es bei Ritualen nur um die Energie der Leute. Zum Beispiel schreien die Leute auf Konzerten rum, heulen, lachen. Und diese Energie soll angeblich gut für schwarze Magie und Rituale sein. In einem Interview in den 80er, 90er Jahren wurde zu diesem Thema mal ebenfalls etwas sehr Interessantes angesprochen. Damals wurde Zina LaVey und ihr Mann Nicholas Schreck interviewt. In dem Interview wurde hauptsächlich über Satanismus geredet. Zina LaVey ist, wie der Name schon sagt, die Tochter von Anton LaVey, der Gründer der Satanskirche. Maniac. Gegen Ende des Interviews kommt das Thema Musik auf, wo Nicholas Schreck etwas sehr Interessantes behauptet. Und zwar, dass er Musik macht und dass es Musik gibt, die schon alleine, wenn man sie anhört, man sich automatisch und unbewusst an einem satanischen Ritual beteiligt. Das ist Frequenzen. Genauso wie es gute Frequenzen und Liebesfrequenzen gibt, die dich heilen können, die dir gut tun, mit denen du in meditative Zustände gelangen kannst, genauso gibt es auch böse Frequenzen, die dir Schmerzen zufügen können, die dir Teuflisches in deinen Kopf reinsetzen, die Gedanken produzieren, die nicht von dir kommen. So, bin ich hundertprozentig überzeugt von. Deswegen ist es so wichtig, darauf zu achten, was man konsumiert. Egal in welcher Form. Essen, Fernsehen, aber auch Musik, Videospiele, bla bla bla. Man muss da echt richtig achtsam sein und bewusst sein. Deswegen ziehe ich mir zum Beispiel auch nicht mehr so viel von diesem neuen Rap-Scheiß rein, weil ich ganz genau weiß, dass es da teilweise Künstler und Songs gibt mit Frequenzen, die mir einfach nicht gut tun. So. Im Gegenteil. Und ich bin zum Beispiel jetzt mittlerweile so, dass ich oft auch gerne klassische Musik zum Beispiel mir reinfetze. Morgens nach dem Aufstehen, klassische Musik. Und ich merke richtig, wie mich das beruhigt, wie mich das inspiriert, wie mich das anregt für neue Gedankengänge, gute neue Gedankengänge. Oder auch Reggae-Musik. So. Fühle ich mich auf einmal geil. Weißt du, positiv, Sonne, alle diese Sachen kommen dann in mir hoch. Und dann hör mal einen Drill-Song, Bruder. Hör mal einen Drill-Song und guck mal, was da für Emotionen bei dir hochkommen. What does it do to you? Well, the music that, and I'm beginning to work with Nicholas on his music, we make music for a purpose. It's not just background music or it's not just
you know, fluffy, light stuff. This is not elevator satanic music. It's ritualistic music. It is music that by even the act of listening to it, you are participating in a satanic ritual. Crunchy Black von der Crew 36 Mafia hat mal etwas gesagt, was die Szene von dem Konzert ebenfalls erklären könnte. Er sagte zuerst mal, dass der Teufel für 36 Mafia nichts Neues ist. Er erklärt zum Beispiel den Namen 36 Mafia. 36, also 666, die Zahl des Teufels. Er und seine Crew haben, wie er sagt, die Sache gelebt. Er behauptet sogar, dass er angeblich mal den Teufel gesehen hat. Er kennt viele Leute, die ihre Seele verkauft haben, aber er selber hat es nicht gemacht. Dann sagt er etwas sehr Interessantes. Man muss nicht unbedingt seine Seele verkaufen, um mit dem Teufel zu gehen. Dem Teufel ist es viel lieber, wenn man Leute auf seine Seite zieht und Menschen dazu bringt, ihn anzubeten, ob bewusst oder unbewusst. Das könnte uns die Szene von dem Konzert von vorhin erklären. Und zwar, dass man Leute unbewusst den Teufel anbeten lässt. Serving him and I'm not giving him my soul, but it's not all about your soul. It's more about getting different people to believe in him instead of believing in the Lord. You get what I'm saying? I'm just saying the devil is real and God is real. Pick your side before it's too late. Pick your side before it's too late, bro. Der Harlemer Rapper Smart behauptet was Ähnliches. Er sagt, der Grund für das Erschaffen der Musikindustrie ist es, Leute von dem richtigen Weg abzubringen. Der Teufel braucht Leute, die Einfluss auf die Menschheit haben, um die Menschen in die Irre zu führen. Die Personen, die auf der Nummer 1 in den amerikanischen Charts sieht, sind nicht einfach so aus Zufall oder durch ihr Können da, wo sie sind. Es gibt einen Haufen Leute, die viel bessere Arbeit leisten, aber Moral haben und ein Gewissen. Diese Leute werden in der Musikindustrie nie weiterkommen. Sie müssen sich, bevor sie durch die ganze Welt gepusht werden, zuerst einmal beweisen und sozusagen zeigen, dass sie keine Moral und kein Gewissen haben und alles, was ihnen gesagt wird, ausführen, ohne es zu hinterfragen. So, Digga, das ist doch so, guck doch mal die Leute, die eine gewisse Message haben, Bro. Leute, die noch eine Message haben, die versuchen wollen, Leute aufzuwecken und eine gute Message auch in ihrer Musik vertreten oder in ihrer Person des öffentlichen Lebens, haben es immer viel schwerer als die Leute, die einfach nur zur Degeneration beitragen und Kids eine Scheiße in den Kopf eintrichtern. Allein das, da merkst du doch schon so, warum ist das so? Warum werden die viel mehr gepusht als die Leute, die versuchen, Kids und Jugendlichen was Gutes mit auf den Weg zu geben? Warum? Das muss man sich einfach mal fragen, so, weißt du? Einfach mal fragen, warum ist das so? Hat das einen Grund vielleicht? Man braucht an der Spitze keine Leute, die auf einmal die Seiten wechseln und Leute in die richtige Richtung drängen. Oft wird hier behauptet, dass Leute angeblich Verwandte opfern müssen oder Erniedrigungsrituale durchleben müssen. Es gibt die verschiedensten Geschichten, warum man so etwas macht, und eine davon ist Kontrolle. Kanye West hat vor einer kurzen Zeit mal Folgendes gesagt. Sir, my mom ain't here. My mama was sacrificed. Me too. You understand? Yeah, I appreciate you. Michael Jordan, what about him? His daddy, right? Bill Cosby, his son, right? Dr. Dre, his son. You know, out in Hollywood, a lot of people come up missing. It's like it might be a lot of that in order to control trauma. Ich nenne euch mal ein kleines Beispiel, wie diese Kontrolle funktionieren soll. Zum Beispiel habe ich den Kanal Netflix. Weißt du, warum ich Kanye so fühle, Dicker? Auch wenn ich nicht alles unterschreibe, was der erzählt so. Aber der sagt, was er denkt. Und der sagt vor allen Dingen die Dinge, die man eigentlich nicht sagen darf. So. Und das ist eine Sache, die passiert fast gar nicht mehr. Die meisten Leute spielen einfach nur mit. Und man hat ja auch gesehen, was mit so einem Kanye passiert, wo er auf einmal angefangen hat. Ja, ich meine, der hat schon immer verrückte Dinge gesagt, viele gute Dinge aber auch gesagt, was viele Leute vergessen haben, wie viele geile Gedankengänge der Bruder schon in der Vergangenheit hatte, was für ein krasser Musiker der ist, was für krasse Songs der komponiert hat und so, wie viel er auch über Gott und Liebe geredet hat und so. Das haben die Leute alles wieder vergessen, nachdem er mal ein, zwei crazy Sachen gesagt hat. So. Aber der redet wenigstens, weißt du? Der redet wenigstens, aber man hat direkt gesehen, was passiert mit so jemandem, der anfängt zu reden und das, was er denkt, auszusprechen, dann wirst du gefickt. Und das ist bei jedem passiert, der angefangen hat, diese Dinge zu erzählen. Park, DMX, alle Leute, Andrew Tate, alle Leute, die angefangen haben, gegen die Regierung zu schießen, die angefangen haben, ein kritisch an die Sache ranzugehen, zu erzählen, dass schlimme Dinge passieren, dass Dinge passieren, um uns Menschen unten zu halten, die werden alle gefickt. So. Ich habe da so viel Zeit reingesteckt, dass ich, obwohl ich den Kanal eigentlich löschen möchte, es nicht übers Herz kriege. Weil ich einfach zu viel Zeit dafür geopfert habe. Immer wenn ich den Kanal löschen will, denke ich mir, ich bin noch nicht dumm. Ich habe da zu viel Zeit reingesteckt. Natürlich kann man einen YouTube-Kanal, der paar hundert Euro abwirft, nicht eins zu eins mit einer Musikkarriere vergleichen, die mehrere Millionen Dollar einbringt.
Aber nur um euch mal zu verdeutlichen, wie ein Opfer, ob es nun Zeit ist oder etwas anderes, eine Person davon abhält, mit etwas aufzuhören. Ein Opfer bindet jemanden psychisch an die jeweilige Sache. Bei mir war es nur Zeit, die ich geopfert habe, und das alleine hält mich davon ab, mit dem Kanal aufzuhören. Dann könnt ihr euch bestimmt... Die Marak sagt gerade, Kanye hat doch damals selbst seine Seele verkauft. Ich glaube, viele von den Künstlern, die irgendwann aufgewacht sind und angefangen haben, in eine andere Richtung zu denken, haben irgendwann mal auch in die Richtung tendiert und gewisse Dinge getan, die Teufelsanbetung sind, beziehungsweise halt negative Messages verbreitet und so. Aber das Wichtige ist so, dass irgendwann eine Art Aufwachmoment stattfindet, so. Weißt du? Und so wie wir Gott kennen, Gott verzeiht uns. Wenn wir auf den richtigen Weg kommen wollen und wirklich bereuen und wirklich versuchen, einen neuen und einen richtigen Weg einzuschlagen, dann nimmt er uns auch auf wieder. So. Und das darf man bei dem ganzen Shit halt nicht vergessen. So. Und deswegen ist es immer gut, wenn Leute den wahren Weg irgendwann finden, egal was du in der Vergangenheit getan hast, weißt du? Stellen, wie das ist, wenn man eine nahestehende Person musste oder sich erniedrigen lassen musste. Damit sie immer im Hinterkopf haben, ich habe zum Beispiel meine Mutter, meinen Cousin, meinen Bruder für diese Sache gebracht. Und das sollte nicht umsonst gewesen sein. Es ist sowas wie eine Versicherung, damit die Leute nicht mehr umdrehen. I say this. The music business is ran by the devil. So, the music business is only designed. Kanye ist scheinbar aufgewacht. Man weiß es nicht, Bro. Das war jetzt auch nur so ein Beispiel, was ich gesagt habe. Man weiß natürlich nicht, was da passiert oder nicht passiert. Bruder, ich glaube auch, dass gewisse Sachen einfach auch zum Verwirren auch da sind, weißt du? Bei manchen Leuten, weiß ich nicht, bin ich mir auch manchmal nicht genau sicher, ob die wirklich auf dem richtigen Weg sind oder ob die selber auch noch an diesen teuflischen Dingen festhalten. Das ist immer schwer zu sagen von außen. Man steckt halt nicht in einem Menschen drin. Man kann nur vermuten am Ende des Tages, so, weißt du? Und der Fokus sollte eher auf einem selber sein, dass man selber den göttlichen Weg geht und versucht, so viele Menschen wie möglich auch mit dem Guten anzustecken. Get as many people to go away from God as possible. So what happens is, the devil needs workers. And by workers, he needs people who have influence, who can mislead or misguide people away from the light into the darkness. So this is why the artist is powerful. So the artist is the mouthpiece. Okay? That artist is the mouthpiece between the devil and the fan. And the artist's job is to get you to throw up these weird signs. Mm-hmm. What are you doing this for? This is the Baphomet. I don't f*** this. So don't think I'm throwing this up because I don't f*** with this. Mm. I'm just showing you when you see these signs, when you see the checkerboards. So what happens is the artist is only the tool used to push the message of the devil. Mm-hmm. It's a spiritual war. So what happens is... True. In order for that artist to be in position to even mislead the people, they have to be worthy. This is hazing. This is the hazing aspect of it. So when you look at colleges, you look at fraternities, you have to be hazed in order to get in, to pledge, to be a pledge. That's a fact. In order to climb the ladder in the music industry, you have to be hazed. And when you're getting hazed, you're getting in your ass. So you think? So these artists, they're getting f***ed in the ass because that's their ritual. That's their rite of passage to get to the next level of witchcraft, magic or whatever that is. Was denkt ihr über... Hört man immer wieder. ...dieses Thema? Glaubt ihr, man kann wirklich einen Pakt mit dem Teufel eingehen, um so kurzfristig an Geld, Macht und Ruhm zu kommen? Oder warum findet man so oft die Aussage, dass Leute ihre Seele an den Teufel verkauft haben? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn du kein Video mehr... Yes, gutes Video. Grüße gehen raus an Flex-Doku, Bro. Shoutouts. Gute Themen, die du behandelst. Finde ich gut. Lass dich nicht unterkriegen. Egal, wer was sagt, mach genauso weiter. Bruv, let's get it on. Wir haben ja unsere Meinung zu dem ganzen Thema schon abgegeben, was wir da so zu denken. Könnt gerne auch nochmal in den Chat reinschreiben, was ihr so denkt. Du bezahlst für Schutz, ich bezahle. Hier ist richtig geile Message. Alle nur für Sünden. Am liebsten würde ich aus dem Dreck auf dieser Welt verschwinden. In der die meisten Menschen Hoffnung und sich selbst verlieren. Sag dem Devil, er soll kommen, ich fick ihn wie ein Stier. Wir sind von Gott gesegnet, ebnet nicht den Teufelsweg, denn der von Hass geprägte Weg ist eklig und bringt Elend. Industriegeblase, ich seh nur noch Heuchlerei. 68 Bars, neue Fressen, so wie Blei.